Guten Tag, der Costa hier. Wenn Sie hier sitzen, Monat für Monat, ich mache das jetzt schon seit 2 Jahren, und eine Sendung machen wollen, dann überlegen Sie sich, was Sie sagen. Weil Sie können ganz bestimmt sicher davon ausgehen, egal was Sie sagen, irgendjemand hat was dagegen. Es ist so. Man kann es nicht allen recht machen. Ich persönlich versuche zu verbessern. Und verbessern kann man nur, wenn man den Fehler, das Problem benennt. Wenn man sagt, da ist ein Problem, da hat jemand, das war nicht gut. Es ist nicht die Suche nach dem Schuldigen, obwohl, den muss man auch finden, weil sonst macht er immer wieder das Falsche. Weil passiert ja nichts. Wir haben bald Wahlen. Und vor den Wahlen gebe ich den Leuten die Möglichkeit, die Gelegenheit für ein Interview, damit sie sich vorstellen, damit die Wähler sich ein Bild, eine Vorstellung von dem Kandidaten machen. Jetzt ist das schon meine Art, ich kann das nicht den Leuten nach dem Munde sprechen, nur das sagen, was ihm gefällt, so schöne Fotos, wo sie, das ist nicht meine Art, ich muss meine Fragen überlegen. Man muss fragen, etwas, was Sinn macht. Nicht nur schöne Blumen. Viele Leute wollen das nicht. Sie wollen lieber gar nicht, als ein Gespräch, was problematisch sein könnte. Ich hatte den Fall, dass ein Landratskandidat von den Freien Wählern eine Stunde vor dem Termin abgesagt hat. Auf meine Nachfrage antwortet er nicht mehr. Naja, gut, sein Problem, nicht meins. Aber eine Frage wollte ich in diesem Zusammenhang loswerden. Es ist ein Kandidat der Freien Wähler. Und ich hatte letztens hier den Fraktionsvorsitzenden Herrn Dressel von der FEG und den Timo Kalacoglu, den Pressesprecher der FEG. Und beide haben mir gesagt, dass sie, die FEG, mit den Freien Wählern FE nichts zu tun hatten. Hier ist der Einspieler. Wir sind die Freie Wählergruppe. Okay. Wir sind ein politischer Verein auf kommunaler Ebene. Gut. Die Freien Wähler sind eine Partei, okay, die es bis auf die, in die Landtage geschafft hat, okay, und darüber nachdenkt, bundesweit zu agieren. Ich bin aber Mitglied der Freien Wählergruppe, okay, Andernach, und dafür, ich habe persönlich mit den Freien Wählern als Partei, außer dass sie uns den Namen geklaut haben, Klammer auf, Klammer zu. Was ich gerade sagte, das bezieht sich darauf, dass du jetzt Freie Wähler sagtest und ich möchte jetzt nicht kleinkapitalisieren. Ach so, ich muss FEG sagen das bei euch. Da ist okay, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt hast du es verstanden. Ich wollte mir das G sparen. Nein, in dem Fall sollten wir uns kein G sparen. Bitte. Das G ist der wesentliche Teil unserer Identität. Okay. Ich werde mich bemühen. Jetzt ist es aber so, dass die Fotos machen und Werbung machen für einen Freien-Wähler-Kandidaten. Hier sind die Fotos. FEG hat mit Freien Wählern nichts zu tun, bis auf den Namen, der von den Freien Wählern geklaut worden ist. So die Aussage. Da wundere ich mich natürlich, warum jetzt in den sozialen Medien Werbung gemacht wird für den Kandidaten, wenn die nichts mit ihm zu tun haben. Da habe ich den
Timo gefragt. Timo Kalacoglu ist der Sprecher von der Freie Wähler Gruppe. Nicht Freie Wähler, Freie Wähler Gruppe, das ist anders. Warum macht er Werbung für ihn? Und da hat er gesagt, ich habe ihn gefragt, die Ausgrenzung zwischen Freie Wähler und FEG ist unverändert zu unseren Ausführungen. Also die haben nichts miteinander zu tun quasi. Er kommt also, der Kandidat der Freien Wähler, der Herr Altmaier, kommt, besucht sie und geht wieder genauso wie der Herr Bosch von der SPD das macht. Ist halt so bei denen. Dasselbe macht Marco Bosch. Johannes Palm hat sich mit Herrn Altmaier aufgrund seines Berufes getroffen. Weil der Johannes Palm ist im Katastrophengeschäft tätig. Und der Herr Altmaier, Landratskandidat der Freien Wähler, ist im Versicherungsgeschäft tätig. Piang. Da treffen sich zwei, die wirklich zueinander passen und wollen Politik machen. Johannes Palm hat sich mit Herrn Altmaier aufgrund seines Berufes getroffen. Viel Erfolg bei deinem Interview. Interview hat nicht stattgefunden, aber Timo, danke für deine Antwort. Die Frage habe ich auch natürlich Johannes Palm gestellt, weil ich ihn so privat ein bisschen eher kenne. Johannes, was soll das? Auf der einen Seite habt ihr nichts mit der FED zu tun, auf der anderen Seite machst du Werbung. Die Antwort war, muss ich auch vorlesen, über dieses Ästchen hüpfe ich nicht. Über dieses Ästchen hüpfe ich nicht. Steht hier so. Keine Ahnung, was er damit gemeint haben könnte. Wirklich nicht. Wie, habt ihr vielleicht eine Ahnung? Schreibt mal es in die Kommentare. Er trifft sich und macht Politik aus beruflichen Gründen, so steht das hier, laut Timo. Naja, wahrscheinlich ist das normal, dass Beruf, Geschäft und Politik vermischt werden heutzutage. Ich wünsche ihm alles Gute, dem Kandidaten. Meine Stimme hat er nicht. Vielen herzlichen Dank.